Willkommen zurück und ja, das ist die Map mal von so. Noch etwas möchte ich euch sagen, der Upload-Plan, wie das genau läuft. Eine Folge montags, mittwochs und freitags, vielleicht, aber höchstwahrscheinlich nicht, kommt mal noch eine unter der Woche, noch eine Folge mehr oder so pro unter der Woche, aber ich glaub's nicht. Einen Moment, ich glaube, ich werde die Map nochmal machen, aber ich möchte mal ganz kurz was gucken. Oh nein. Ja, okay. Das Problem ist, die Map ist an sich sehr, sehr hell gestaltet. Und deswegen ist das ein bisschen hell, das tut mir jetzt leid, aber da kann man ja jetzt nichts machen. Die Kamera ist schon so dunkel eingestellt, wie es nur geht. Guck dir jetzt an, wie der aufholt. Was ist da los, Alter? Ey, Gott im Himmel. Das Spiel ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Vor allem die Level sind einfach so verfickt schwer. Entschuldigung für den Ausdruck jetzt hier, aber ey, das ist ja... Alter! Das ist ja nicht normal, ohne Scheiß. Na klar, natürlich soll das Spiel ja eine Herausforderung bieten, aber ich meine ja auch, es soll ja auch machbar sein, dass man... Guckt euch an, was ist das? Das soll ja Herausforderungen bieten, das ist schon klar, aber es kann ja nicht sein, dass das, Alter, dass das so gemacht ist, damit man für eine Map so 500 Anläufe braucht, das ist ja, ey, das ist so lächerlich. Ja, das ist doch echt nicht, das macht ja auch keinen Spaß. Daran, keine Ahnung, also das macht ja... Da verliert man doch die Motivation, ohne Witz. Alter Verwalter. Entschuldigung, dass ich hier so gerade im Flamen bin ohne Ende, aber es ist doch so. Guckt euch an, wie der vorbeizieht. Wieso ist der jetzt schneller als ich? Wieso war der jetzt schneller? Ich bin sogar ein bisschen früher als der Ey, ich bin sogar schneller. Ach, weißt du was? Das Spiel ist trotzdem geil. Nein, ist es nicht, doch. Sonst würde ich es ja nicht let's playen. Meine Fresse, ey, das gibt's ja nicht. Boah, ey, ich pack ja gar nichts hier. Meine Güte, Mann. Meine Güte, ey. Boah, ich muss ganz kurz. Alter. So, Leute. Soundqualität jetzt irgendwie ein bisschen stabilisiert. Besser gesagt, mein Hund ruhig gestellt. Entschuldigung. Boah, ohne Witz. Das macht gerade keinen Spaß. Ich mach mal die zweite Map. Vielleicht ist die ja ein bisschen angenehmer. So. Der so, ich bin einfach da, weil ich halt alles kann. Hä? Wieso ist der Typ jetzt so schnell da vorne?
Und die so, und die irgendwie alle. Ja, sicher. Wenigstens Zweiter, aber ob ich noch Zweiter bleiben werde, ist natürlich die An... Alter, mach, geh doch hoch! Ja, sicher. Natürlich kann ich da hinten nicht entlang, wäre ja zu leicht gewesen. Guckt's euch an, Dritter, wie viele Sterne bekomme ich? 4, 5? Wenigstens das. Boah, schon wieder 6 Minuten vorbei. So, jetzt mal gucken, wie viele Medaillen. Ja, okay, müssten 9 oder 10 sein. Oh, 13, Alter. Ist doch mal etwas, 20, so die Hälfte. Captain Check morgen. Aha. Die Strecken sind einfach nur nicht da, ey. Das ist richtig scheiße. Shop, was gibt's denn da im Shop so? Ah ja, ich kann euch auch mal die Erfolge zeigen. Genau. So, der erste Erfolg. Nee, warte mal. Ach, einfach mal von da. Abzweigung, eine Weggabelung. Weggabelung, ja, so heißt das. Freischalten. Deine erste Strecke freigeschaltet. Das heißt, eine Strecke einfach nur ohne Fehler gemacht. Ein Bonusziel, ein Online-Spiel, fünfmal hintereinander geschockt. Fünfmal hintereinander geschockt worden. 100 einzigartige Sterne gefunden und gesammelt. Alle Strecken in Ägypten. Alle Strecken Antarktis und alle Strecken irgendwo noch mit. Ja, hier Amazon-Dschungel. Natürlich kommt noch irgendwo da das Schalte, alle Strecken. Ich würde sagen, wenn ich den Erfolg habe, dann ist das Let's Play fertig. Ist schon wieder dran vorbei in vielleicht drei, vier, fünf Parts, aber man kann, was soll man denn im Spiel noch weiter irgendwie Let's Playen? Wenn es mich nicht so richtig aufregt, dann geht das ja noch alles richtig schön. Verdiente Sterne insgesamt. Zeitprüfung. Das waren echt immer auch die geilsten Strecken. Fand ich zumindest mal. Die waren richtig geil. Ja, eigentlich könnte ich ja jetzt schon... Ah, wisst ihr was? Noch irgendeine Strecke können wir ja noch machen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Machen wir einfach mal die. Weil das ist ja... Da bin ich zwei Strecken gefahren, habe mich aufgeregt wie wahnsinnig. Und ja, deswegen mache ich noch die Strecke. Überziehe ich vielleicht über 10 Minuten, aber habe ich ja, glaube ich, im anderen Part auch gemacht. Boah, ja, Schockteile, das freut mich richtig. Okay, warte mal, ich bekomme 3 Boni ohne stehen zu bleiben. Das heißt, ich muss immer laufen. Immer laufen. Lol, da war gerade Bug. Nice. Ja, schon habe ich es nicht gepackt, egal. Ich will Erster werden auf jeden Fall. Für euch. Aber ich möchte mich auch nochmal bedanken für. Alter, wir haben jetzt schon wieder in den letzten 2 Tagen, glaube ich, 4 Abonnenten oder so dazu bekommen, ey. Da fragt man sich, ich frag mich echt manchmal. Was ist da los, Mann? Wo kommen die ganzen Leute her?
Das ist echt geil, ey. Das wüsste ich gerne mal, wo die ganzen Leute herkommen. Das ist richtig geil, ey. Weil wir sind zwar ein YouTube, so ein Let's Play Commentary Channel, wo man muss schon sagen, es ist, viele Leute würden bestimmt die Motivation verlieren, weil keiner, besser gesagt keiner, sondern so wenig Leute dann unsere Let's Plays auch schauen. Aber ganz ehrlich, uns machen die Let's Plays Spaß und auch wenn es nur drei Leute sind, drei Leute haben es gesehen. Und das ist doch einfach, wenn es Leute gucken und uns abonnieren, weil sie es nochmal dann gucken, ich finde es einfach richtig geil. Und das motiviert uns auch einfach weiterzumachen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir mal unsere Spiele zeigen sollen, was wir haben. Aber wisst ihr was, das mache ich. Im nächsten Doritos Crash Course Part zeige ich mal kein Doritos Crash Course. Okay, ich zeige schon. Doch ich werde eigentlich mal so meine Spielesammlung zeigen, wenn es euch nichts ausmacht. Ich würde sagen, haut rein, Leute.